Hallo Freunde, heute begeben wir uns an die ersten Blecharbeiten. Ich habe es im letzten Video erwähnt, ich werde jetzt auch so reden, als wenn ihr die letzten Parts von dieser Reihe hier kennt. Wenn nicht, ich habe eine extra Playlist gemacht für den T4 hier. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, dann kriegt ihr das chronologisch auch alles mit. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir versuchen die Kotflügel anzupassen. Die passen natürlich nicht auf Anhieb. Also wir haben da keine Originalteile genommen. Heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal was machen. Und als nächsten Schritt wollen wir die Kotflügel nicht mehr verschweißen, so wie es vorher war, sondern ich möchte die Kotflügel verschrauben. Einfach aus dem Grund, weil man so die Kotflügel wieder leichter abkriegt. So ist es ja auch ab Baujahr 96, glaube ich, dass man die auf jeden Fall verschraubt. Und das möchte ich jetzt bei uns auch gerne machen. Also gucken wir mal, was wir da alles genau machen müssen. Jetzt habe ich ohne Kamera mal diesen ganzen Kotflügel hier so eingepasst, dass ich zufrieden bin. Also man kann wahrscheinlich sagen, dass dieses Teil nicht so gut wie ein Originalteil ist. Das kann ich nicht zu 100% sagen, weil ich kein Originalteil kenne. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt den Scheinwerfer reingemacht, ich habe die Motorhaube befestigt und ich habe das Ganze jetzt so gut es ging ausgerichtet. Hier hinten hat er noch ein bisschen Spiel, weil da wird er zwischen der Tür und dem Kotflügel nochmal verschweißt. Der innere Radlauf kommt natürlich auch neu, deswegen erstmal nur ausrichten, alles anschauen, ob es passt, ob ihr zufrieden seid vor allem. Und jetzt habe ich das Ganze mit so Gripzangen befestigt an den Punkten, wo es ging. Und wie ich schon erwähnt habe, möchte ich den diesmal nicht schweißen, sondern ich werde mir überall, wo ich die Möglichkeit habe, Schrauben hinsetzen. Das heißt, ich werde mir noch Edelstahlschrauben bestellen. Ich werde das jetzt erstmal vorübergehend mit Sechskantschrauben machen, nicht, dass ihr euch wundert. Einfach damit ich das einmal ausgerichtet habe. Danach muss er eh nochmal ab zum Lackieren und so weiter und so fort. Aber das werdet ihr ja eh alles sehen. Ich möchte das euch einfach nur nochmal kurz zeigen, wie ich das Ganze jetzt gemacht habe. Dass ich auch sehr, sehr zufrieden bin, so wie es jetzt ist. Und jetzt kann es weitergehen. So, der Kotflügel ist schon mal fertig. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Aber hier, wie gesagt, hat er noch ein bisschen Spiel. Das ist kein Problem. Da setze ich ihn ja nachher an dem inneren neuen Radlauf wieder ein bisschen fest mit dem Schweißen. Und hier zwischen der Tür, da kommt die Tür für ab. Da ist auch noch mal ein Punkt, wo ich ihn dann wahrscheinlich noch mal ein, zweimal anpunkte. Und das sollte dann auf jeden Fall reichen. Hier zeigt sich jetzt noch mal, warum dieses Blech so ein bisschen günstiger ist als alle anderen, zumindest vermute ich das wieder. Und zwar diese Nippel, will ich sie mal nennen, wo vorne der Kühlergrill drauf gesteckt wird, die knicken einfach so weg. Also die sind nicht richtig gut befestigt, beziehungsweise nicht richtig gut festgeschweißt. Das werde ich jetzt einfach nochmal ändern, und zwar brutzel ich die einfach nochmal ein bisschen besser fest und ich hoffe, dann hält das auf jeden Fall, weil ich konnte gerade den Kühlergrill nicht vernünftig von vorne einklinken. Eben kam das Paket mit der Farbe endlich, darauf haben wir schon gewartet. Und ich werde jetzt alles aufbauen, damit wir die Kotflügel lackieren können. Wow. Was ist das? Ich weiß nicht mehr, wofür das ist. Ja.
Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt das komplette Blechpaket bekommen. Ein Riesenberg Bleche. Und ich glaube, jetzt brauche ich nichts mehr zu verheimlichen. Wir werden rundum eigentlich alles, was geht, erneuern und was natürlich scheiße aussieht. Und ich habe mir das Ganze gestern schon mal angeschaut. Ich habe jetzt das große Paket genommen. Da sind auch so zum Beispiel die inneren Radläufe für hier vorne dabei. Das einzige Blech, was wirklich nicht dabei ist und was es auch anscheinend nicht zu kaufen gibt, ich habe gestern nochmal die Instagram-Zuschauer und die Community gefragt, ist das Rathausblech hier oben. Und zwar kommt hier der Kotflügel hoch bzw. runter und hier müsste eigentlich noch etwas sein. Das habe ich jetzt rausgeschnitten. Das ist hier unten, dieses Teil hier. Das ist einfach Rott und das will ich da einfach nicht mehr drin haben. Deswegen habe ich mir jetzt was angefertigt. Das habe ich jetzt mal nicht gefilmt, weil ich mich da so ein bisschen konzentrieren wollte. Und zwar habe ich mir jetzt einfach ein Blech genommen, ein einzelnes Blech, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, und habe mir das quasi so zugeschweißt. Also das heißt, ich habe mir hier mal Schlitze geflext, also geschnitten, und habe das Ganze gebogen, so dass ich dann nachher wirklich die Kontur hatte. Und dann habe ich einfach das übergelegt, habe das mit dem alten Blech zusammen ausgeschnitten und das schweiße ich jetzt da rein. Ich hoffe, das passt alles. Also so momentan sieht es sehr, sehr gut aus. Und ich hatte natürlich nicht geplant, hier Karosseriebauer zu werden, sondern ich wollte eigentlich nur die Reparaturbleche einschweißen und damit war es das. Aber so ist es nun mal nicht. Aber bringt ja auch alles Übung und man lernt ja nie aus. Kommen wir nun zum Fazit des günstigen Nachbau-Kotflügels. Ich will euch ein, zwei Kleinigkeiten erzählen dazu. Und zwar ist es so, dass die Passgenauigkeit natürlich nicht zu 100% stimmt. Das ist ganz klar so. Ich musste hier ein bisschen was zum Radlauf hin anpassen. Ich musste vorne diese Nippel noch ein bisschen verstärken. Das habt ihr auch in dem Video gesehen. Und ganz wichtig ist, dass ihr den 100 Mal anpasst. Heißt Scheinwerfer rein, die Motorhaube rein. Und 100 Mal anpassen, ob das Ding wirklich so passt, wie ihr euch das vorstellt. Wenn ihr ein etwas größeres Spaltmaß hier in Kauf nehmt, könnt ihr das mit dem Bearbeiten hier unten am Radlauf auch lassen. Allerdings wollte ich gerne, dass der Spaltmaß so klein wie möglich ist. Ansonsten kann man noch sagen, dass hier die Linie passt wirklich perfekt überein. Hier oben zum Beispiel liegt die Linie etwas weiter unter der Linie, vielleicht ein Millimeter oder so. Also es ist nicht doll. Aber ich will es euch einfach gesagt haben, dass ihr mal so einen kleinen Erfahrungsbericht zu den günstigen Kotflügeln habt. Ansonsten, was die Scheinwerfer und die Motorhaube angeht, passt das wirklich perfekt. Also bin ich sehr, sehr zufrieden mit, auch mit dem Spaltmaß, mit der Motorhaube. Ein weiteres kleines Manko ist der Kühlergrill hier vorne. Da müsst ihr den Kühlergrill quasi in diese Nupsis einhaken. Das funktioniert hier auch nicht zu 100%. Nicht, weil es nicht passt oder so, sondern weil diese Nupsis hier so filigran sind, beziehungsweise weil das Blech so dünn ist an diesen Nupsis, dass ihr das mehr oder weniger wegdrückt, wenn ihr versucht, den Kühlergrill einzudrücken. Das ist so ein bisschen schade. Vielleicht werde ich da nochmal Hand anlegen und das Ganze vielleicht ein bisschen verstärken, so dass ich halt wirklich mit ein bisschen Kraft gegendrücken kann, ohne dass sich das alles verbiegt. Ja, ansonsten, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der gesamten Arbeit. Ihr könnt ja mir gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren da lassen. Ich finde es richtig, richtig cool, auch in der schönen neuen Farbe. Alles ohne Rost bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Kleine Sache noch, weil das viele auch angemerkt haben im letzten Video schon,
Das Ganze wird natürlich von innen nochmal konserviert und zudem möchte ich auch den Komposterablauf hier einbauen. Ich denke, die Leute, die den T4 kennen, die kennen das Prinzip schon. Im nächsten Video werde ich das Ganze mal zeigen, weil ich habe es jetzt einfach noch nicht geschafft. Ich möchte mir da auch irgendwas selber bauen. Da gibt es ja schon fertige Sachen zu kaufen, von Bergpolis zum Beispiel. Bestimmt auch sehr, sehr cool. Allerdings preislich für mich irgendwo nicht ganz da, wo ich mir das vorstelle. Mal gucken, ob man da selber günstiger was hinbekommt. Ansonsten wird es das Set von Bergpolis. Und nun zum Abschluss nochmal, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr seid ja richtig, richtig fleißig bei den Videos beim T4. Finde ich richtig cool. Und lasst auch ein paar Kommentare da, sodass wir so ein bisschen interagieren können. Ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein!